nochmal zusammenfassen möchte. Die erste Frage ist, werden in der CSU aktuell Frauen diskriminiert? Die Antwort muss lauten, nein, jedenfalls nicht mehr oder weniger, als das in der SPD oder bei den Grünen der Fall ist, und die haben eine Quote. Zweite Frage, werden durch eine Quote andere Geschlechter diskriminiert? Und die Antwort lautet ja. Und es steht uns nicht gut zu Gesicht, eine diskriminierende Regelung in unserer Satzung aufzunehmen. Der zweite Punkt. Es ist schon angesprochen worden, die Frauenquote, die ist ein elementarer Eingriff in demokratische Wahlen, in das Wahlverfahren. Und dieser Eingriff, der bevormundet mündige Parteimitglieder. Und wenn wir einerseits permanent geißeln und darauf hinweisen, dass die Grünen eine Bevormundungspartei sind, dann dürfen wir auf der anderen Seite aber nicht gleichzeitig eine Frauenquote einführen. Der dritte Punkt ist auch schon angesprochen worden. Wir sind eine Partei, die Leistung belohnt. Leistung muss sich lohnen. Wir haben das Bestenprinzip. Und das ist auch richtig in einer Partei, dass das gilt. Weil nur wenn die Besten an der Spitze stehen, ist das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler am größten. Und glauben wir wirklich, wenn wir zusätzlich zur Regionalquote jetzt noch einen weiteren Filter einführen, dass dann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, der Wählerinnen und Wähler steigt? Das steigt dadurch nicht, weil nicht mehr erkennbar ist, ob wir die fähigsten Leute beim Personal haben oder nur die quotenkonformsten. Der vierte Punkt ist auch angesprochen worden. Hat es eine Wirkung gehabt bisher, die Frauenquote im Parteivorstand oder in den Bezirksvorständen? Nein, hat es nicht, jedenfalls nicht spürbar. Und bringt es etwas, ein Instrument, dessen Unwirksamkeit jedenfalls besteht, dieses Instrument auszudehnen? Ich glaube, nein. Und wir sehen ja auch, die SPD hat 1988 die Frauenquote eingeführt. Wo steht die SPD denn heute? Genau dort, wo wir nicht hinwollen. So, und jetzt, was ist zu tun? Nicht nur kritisieren, sondern auch positiv sagen, was zu tun ist. Aber noch eine Kritik. Jedenfalls sollten wir nicht das tun, was Ulrike Scharf gemacht hat. Ich kritisiere das sehr, sehr massiv. Zitat Ulrike Scharf: Wir sind nicht die Schätzchen, wir sind der Schatz der CSU. Das klingt auf den ersten Blick gut. Und in der Frauenunion wird es vielleicht für Applaus sorgen. Aber es ist eine ganz verheerende Botschaft, die damit zum Ausdruck kommt. Die Botschaft lautet nämlich, in der CSU sind Frauen noch immer die Schätzchen und das muss sich ändern. Das ist nicht die Partei, die ich kenne. Das war vielleicht einmal die Partei vor vielen Jahrzehnten. Aber heute ist das nicht mehr so. Frauen haben heute schon die gleichen Rechte. Und ich bin froh, dass das so ist. Und deswegen, dieses Narrativ zu begründen, halte ich für ausgesprochen gefährlich. Also, wir müssen etwas anderes tun, denn es ist legitim, den Frauenanteil zu erhöhen. Wie erreicht man das? Mit zwei Punkten. Ich bin Kreisvorsitzender in einem Kreisverband und ich habe 44% Frauen in meinem Kreisvorstand. Wie macht man das? Ich erfülle also die Quote. Meine Kritik ist also nicht von jemandem, der befürchtet, sein Amt zu verlieren. Nein, sondern die Quote erfüllen wir ja. Wie macht man das? Indem man seine Verantwortung als politische Kraft wahrnimmt, als Kreisvorsitzender und wirbt bei Frauen, die fähig sind, die geeignet sind, wirbt, Politik zu machen. Das ist der erste wichtige Punkt. Da hat jeder die Verantwortung, in unserer Partei tätig zu sein. Und insoweit war es ein schlechtes Zeichen, die stellvertretende Generalsekretärin abzulösen durch einen Mann. Das war nicht gut. Und lieber Markus, jetzt kommt das Patentrezept. Das Patentrezept, das hast du selber gesagt. Das Zitat lautete von dir:
Die inhaltliche Kraft der CSU macht den Unterschied auch zu den anderen Parteien. Genau das ist das Patentrezept. Aber warum halten wir uns nicht daran? Die Quote ist das genau nicht, die inhaltliche Kraft. Wir werden attraktiver für Frauen. Wir werden attraktiver für Wählerinnen und Wähler, wenn wir gute politische Arbeit machen. Also lasst uns damit beginnen. Und aus all diesen Gründen werde ich die Frauenquote ablehnen. Und ich werde weiter vor Ort in Passau meiner Verantwortung als Kreisvorsitzender gerecht. Und ich werde mich bemühen, dass der Frauenanteil in der CSU steigt. Dankeschön. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Ulrike Schaaf. Herr Parteivorsitzender, lieber Markus Blume, liebe Damen und Herren Delegierte. Zunächst sage ich einmal ein ganz herzliches Dankeschön und möchte zum Ausdruck bringen, dass ich sehr froh darüber bin, dass unsere Partei, unsere Volkspartei, die CSU, bereit ist, sich den neuen Herausforderungen zu stellen, eine Reformkommission eingesetzt hat und jetzt in diesem Jahr unglaublich viel Zeit und Mühe darauf verwendet hat, uns zukunftsfähig zu machen und schlagkräftig zu machen und als Volkspartei künftig auch erfolgreich zu sein. Ich sage ein herzliches Dankeschön, auch bei der Reformkommission mit dabei gewesen zu sein. Und wir haben hart gerungen. Und viele Wortmeldungen, die wir heute sicherlich auch noch hören, haben Argumente, die wir rauf und runter gewogen haben. Und ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, einen unglaublich guten Weg, uns den Herausforderungen zu stellen und uns fit machen für die Zukunft. Ich glaube, dass wir als Volkspartei wirklich nur Zukunft haben, wenn wir ein Spiegel der Gesellschaft auch sind. Und verehrte Damen, meine Herren, in der Gesellschaft sind wir nun mal 50% Frauen, 50% Männer. Und diese Quote, die wir vor 10 Jahren eingeführt haben, auf Bezirksebene, auf dem Parteivorstandsebene, hat uns gut getan. Denn nur über die Sichtbarkeit der Frauen in unserer Partei werden wir auch nach außen wahrgenommen und finden wir dann auch den Weg, um Volksvertretung zu sein, nämlich auf allen Ebenen. Und ich spreche hier gerade auch die Kommunalpolitiker an, die jetzt im Moment alle ihre Listen aufstellen für die Gemeinderäte, Stadträte und für die Kreistage. Ich weiß, wie schwierig es ist, Frauen hier auch zu finden, die bereit sind. Und deshalb möchte ich mit der Doppelmitgliedschaft beginnen, liebe Delegierte. Wir haben auf unserer Landesversammlung der Frauenunion Mitte September beschlossen, diese Doppelmitgliedschaft anzustreben. Wir haben jetzt in dieser Satzungsänderung mit der CSU auch im Leitantrag stehen. Wir wollen, und das ist unser wichtiges Ziel, mehr Frauen in die CSU. Wir können auch als Frauenunion nicht zufrieden sein, dass wir nur 21% Frauen als Mitglieder haben in der CSU. Und deshalb danke ich auch wirklich allen Verantwortlichen im Landesvorstand, auch den Delegierten der Landesversammlung der Frauenunion, dass sie diesen Weg mitgehen. Ich weiß, wie schwierig es ist, jetzt das auch umzusetzen. Und lieber Markus Blume, dir einen herzlichen Dank auch für diese Woche. Wir haben noch intensiv darüber gesprochen, wie wir den Übergang schaffen für bestehende Mitglieder in der Frauenunion, aber es auch attraktiv gestalten für Neumitglieder in die CSU gleichzeitig einzutreten. Und da darf ich um eine Änderung bitten in der Synopse, wenn es nicht schon vorgesehen ist, ich vielleicht eine alte Fassung habe. Es geht auf der Seite 25 nochmal den Absatz 4. Dieser letzte Satz, Mitglied der Frauenunion kann nur werden, wer zugleich die Mitgliedschaft oder die Probemitgliedschaft in der CSU beantragt. Das Wort Probemitgliedschaft fehlt hier zumindest in meiner Fassung. Verehrte Damen und Herren Delegierte, wir haben eine Zielbestimmung. Und ich glaube, eine moderne Volkspartei, eine Volkspartei, die für eine Mehrheit unserer bayerischen Bevölkerung auch wählbar sein muss, braucht diese Zielbestimmung der Parität. Wir können nur attraktiv sein, wenn wir Männer und Frauen gleichmäßig abbilden. Und deshalb werbe ich sehr dafür, auch diesen nächsten konsequenten Schritt zu gehen, nämlich 40% auf Kreisebene jetzt einzuführen. Ich glaube und bin überzeugt, dass wir die Frauen haben. Ich bitte ganz herzlich auch all diejenigen, die sich gegen eine Quote sperren, diesen Weg jetzt mitzugehen. Verehrte Damen, liebe Herren Delegierte,
Ich bin stolz, in der CSU zu sein. Ich bin stolz, mitwirken zu können. Und ich möchte, dass wir in gleichem Maße Männer und Frauen in unserer Partei finden und auch künftig in den Mandaten, beginnend vom Gemeinderat bis hin zum Europaparlament, ein Abbild der Gesellschaft sind. Weil nur das gibt uns die Garantie, zukunftsfähig zu sein. Und nochmal, der Leitantrag insgesamt hat mit seinen 75 Punkten die besten Voraussetzungen, jetzt die Zukunft zu bestreiten. Und dann gilt es, dass wir uns inhaltlich wieder den Dingen zuwidmen, auch aus der Frauenunion heraus. Und ich sage abschließend noch, wir haben auch in diesem Leitantrag einen Satz stehen, dass die Quote ein Instrument ist. Ja, ich bin auch da dabei. Keine von uns will eine Quotenfrau sein, aber, liebe Delegierte, ohne dieses Instrument kommen wir viel zu langsam voran, können wir nicht den Erfolg garantieren. Und das zeigen uns auch alle Analysen, die wir sehr genau angestellt haben nach der Bundestagswahl, nach der Landtagswahl, nach der Europawahl. Wenn wir uns hier nicht etwas bewegen, dann haben wir keine gute Zukunft. Und darum möchte ich sehr herzlich ringen. Ich bitte ausdrücklich um Zustimmung zu unserem Leitantrag. Nochmal, der in Summe die beste Voraussetzung dafür ist, fit für die Zukunft zu werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster Herr Krautkrämer aus Günzburg. Ja, liebe Freunde, seit mehr als 50 Jahren bin ich in der Partei und habe auf vielen Versammlungen schon teilgenommen, an vielen Versammlungen. Ich habe aber noch nie erlebt, dass eine qualifizierte Frau nicht gewählt worden ist, nur deshalb, weil sie eine Frau ist. Das habe ich noch nirgendwo in unserer Partei erlebt. In unserem Kreisvorstand in Günzburg haben wir zwei Stellvertreterinnen, die weiblich sind. Die Schriftführerin ist weiblich. Neben mir als Schatzmeister haben wir damit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen, ohne eine Quote zu haben und ohne auf eine Quotenfrau angewiesen zu sein. Unser Problem ist nicht, dass wir Frauen nicht wählen, sondern dass uns Frauen fehlen und inzwischen auch Männer. Und das ist unser Problem und nicht die Frauenquote. Wenn wir aber schon eine Quote in unsere Satzung schreiben, lieber Vorstand, dann aber bitte auch richtig. Es ist zwar richtig und gut, dass wir fordern eine gleiche Teilhabe für Frauen und Männer, aber wenn wir in § 8 Absatz 2 lesen, dass die Wahlen ungültig sind, wenn 50% nicht wenigstens Frauen sind, dann frage ich mich, was ist denn, wenn wir 100% Frauen haben? Dann sind die Männer nicht berücksichtigt. Wenn wir also eine Quote brauchen, dann doch bitte auch eine Männerquote. Gleiches Recht für alle. Schauen Sie mal ins Grundgesetz. Artikel 3 Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Da steht nichts anderes. Teilhabe junger Menschen. Da bin ich auch dafür. Aber wir haben die Hälfte der Wähler, die Senioren sind. Wo ist denn die Seniorenquote, meine Damen und Herren? Mit all diesen Vorschlägen hechelt der Vorstand den Grünen hinterher. Aber wenn ihr schon hinter den Grünen herhechelt, dann solltet ihr die Gelegenheit wahrnehmen, die Grünen auch einmal zu überholen. Wo bleibt denn das dritte Geschlecht in euren Vorschlägen? Wenn wir schon geschlechterspezifische Regelungen vornehmen, dann sollten wir das doch auch tun. Warum hat der Vorstand das nicht getan? Meine Damen und Herren, da sehen wir doch den ganzen Unsinn, der mit dieser Quotenregelung bei uns jetzt auch versucht wird. Ich beantrage daher ganz konkret, in § 8 Absatz 2 Satz 2 und 3 zu streichen und in § 8a Absatz 2 ebenfalls Satz 2 und 3 zu streichen, so wie es auch schon Vorredner von mir getan haben. Vielen Dank. Ich will vielleicht dazu sagen, dass bisher in allen Wahlanalysen keiner auf die Idee kam zu sagen, dass es in der CSU daran mangelt oder krankt, dass wir zu wenig Männer hätten oder dass wir nicht genügend Ältere hätten. Liebe Freunde, ich glaube, wir müssen uns schon bei der Reform auf die Dinge konzentrieren, wo wir in der Zukunft sehen, dass wir Volkspartei bleiben wollen
Und das heißt nicht entweder oder, sondern beides tun. Jung und alt muss den Platz in der CSU haben. Und wir feststellen, wir haben zu wenig Jungen, wir haben zu wenig Frauen. Liebe Freunde, müssen wir doch das Problem beheben und nicht sagen, wir brauchen jetzt auch was anderes. Ich weise darauf hin, um es jetzt noch konkret zu fassen, der Satzungsänderungsantrag, der gerade formuliert wurde, zielt darauf ab, die gesamte Quote abzuschaffen und alle Bestimmungen für Frauen und auch für die Repräsentanz der jungen Generation in unserer Partei wieder zu streichen. Ich kann das nicht empfehlen, aber ich halte einfach fürs Protokoll fest, was gerade beantragt wurde. Wir gehen weiter in der Wortmeldeliste. Anja Weisgerber. Danach Alexander Heimisch. Liebe Delegierte, die CSU ist Volkspartei und die CSU will Volkspartei bleiben. Und ein wesentlicher Teil, dass wir das bleiben, ist, dass wir Frauen in Verantwortung bringen, Frauen in Mandate bringen, weil unserer Meinung nach das notwendig ist, um die Partei auch zukunftsfähig zu machen, weil die Gesellschaft und auch die weiblichen Wählerinnen das auch von unserer Partei erwarten. Und da ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Wie sind unsere Instrumente? Und da muss ich als allererstes mal die Vorredner fragen, außer dass der eine Kreisvorsitzende sagte, er wird sich bemühen, in seinem Kreisverband mehr Frauen in Verantwortung zu bringen, habe ich noch keine konkreten Vorschläge gehört, wie wir das schaffen. Und deswegen hat die Reformkommission konkrete Vorschläge gemacht. Und da möchte ich noch mal als stellvertretende Landesvorsitzende der Frauenunion darauf hinweisen, dass wir auch in unserem Leitantrag ein Paket an Maßnahmen vorgeschlagen haben. Dazu zählt zum Beispiel die Weiterentwicklung unseres erfolgreichen Mentoring-Programms. Wir haben in ganz Bayern, in vielen Bezirksverbänden, auch bei mir in Unterfranken, sehr gute Erfahrungen mit diesem Mentoring-Programm gemacht. Frauen wollen angesprochen, Frauen wollen gefördert werden. Und wir haben es jetzt auch geschafft, dass sich viele Frauen aus dem Mentoring-Programm auch für Bürgermeistermandate bewerben, jetzt ganz aktuell. Und deswegen ist neben dem Mentoring-Programm auch noch ein weiteres Instrument notwendig, damit Frauen auch angesprochen werden. Natürlich zählt auch dazu, dass wir die Themen auch in der Partei bearbeiten, die Frauen wichtig sind. Da haben wir jetzt zum Beispiel unser Klimapaket verabschiedet, wo ich mich sehr gefreut habe, dass wir auch die Ersten als CSU waren, die diese Debatte auch bestimmt haben. Das gehört auch dazu. Aber ein drittes Instrument ist für uns eben die bestehende 40%-Quote, die wir ja schon haben, die ja schon existiert im Parteivorstand und in den Bezirksvorständen. Und ich kann aus meiner Erfahrung auch in Unterfranken sprechen, dass es sehr wohl geholfen hat. Wir haben in den Bezirksvorstand auch Frauen reingebracht, die dann wiederum in der Partei, auch in der Jungen Union, in der CSU, in den Ortsverbänden auch noch mehr Verantwortung übernommen haben, die dadurch auch gezielt gefördert wurden. Und deswegen ist es der nächste logische Schritt, jetzt auch auf der Kreisvorstandsebene das einzuführen. Und da gibt es viele Kreisvorstände, die dies schon erfüllen, aber manche eben noch nicht. Und das Instrument hilft auch dem Kreisvorsitzenden dabei. Ich spreche da auch aus der Erfahrung als CSU-Kreisvorsitzende, dass wir die Frauen ansprechen und auch in den Wahlen dann, in eigenen Wahlgängen, dann auch durchbringen können. Und wenn ich jetzt als CSU-Kreisvorsitzende auch schaue, wie geht es weiter mit den Mandaten, dann ist eine Kreisvorstandsmitgliedschaft durchaus auch eine gute Chance, um sich zu profilieren und sich dann auch wieder zu bewerben für Mandate und mehr Verantwortung. Und der Vorschlag ist ein moderater Vorschlag der Ausdehnung. Wir haben kein Reißverschlussverfahren in dem Beschluss drin.
Das wäre ohnehin erst für nicht die kommende Kommunalwahl, sondern die übernächste Kommunalwahl diskutiert worden. Wir haben die Anliegen hier auch der Kreisvorsitzenden gehört. Wir haben kein Kreisverschlussverfahren in dem Beschluss. Aber das Mindeste ist es doch jetzt, dass wir die 40% auf Kreisebene ausdehnen und auch im engeren Vorstand diese Regelungen treffen. Und da war es mir wichtig, einen gemeinsamen Vorschlag hinzubekommen, der die Junge Union auch an Bord bringt. Als jemand, der aus der Jungen Union kommt, habe ich mich sehr für den Vorschlag stark gemacht, dass auch die Jugend ihren Stellvertreter bekommt. Der Stellvertreter, der in den 90er Jahren der Jungen Union schon versprochen wurde. Das müssen wir jetzt auch durchsetzen. Und das ist für uns ein Paket, liebe Delegierte. Die Förderung der Frauen und der Jungen. Und deswegen bitte ich jetzt wirklich, dieses Paket so als Paket auch mitzutragen. Und ich möchte bei allen Diskussionen, wer noch auch gefördert werden muss, darauf hinweisen, zu guter Letzt, dass es im Artikel 3 des Grundgesetzes, Artikel 3 Absatz 2, eine Staatszielbestimmung gibt, die eben besagt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und diese besonders herausgehobene Stellung, die rechtfertigt auch, dass wir Frauen durchaus auch hier noch mal besonders fördern. Denn es hilft, dass Frauen angesprochen werden, weil Frauen wollen angesprochen werden. Das hat auch die Frauenkommission ermittelt, zusammen mit der Hans-Seidel-Stiftung in einer umfassenden Befragung. Lasst uns jetzt hier von diesem Parteitag ein gemeinsames Signal dafür setzen, dass wir zukunftsfähig auch sind und bleiben und dass wir sowohl Frauen als auch junge Menschen, weil es ist ein Paket, hier besonders fördern wollen. Lasst uns diesen Aufbruch hier starten von diesem Parteitag und nicht alles kleinreden. Vielen Dank. Vielen Dank, Anja, für deine Wortmeldung. Kurz zum Verfahren. Wir haben jetzt über 20 Wortmeldungen noch. Mein Vorschlag wäre erstens, dass wir die Wortmeldeliste schließen. Alles, was hier vorne eingegangen ist, wird natürlich aufgerufen. Seid ihr damit einverstanden? Bitte Handzeichen. Ja. Gegenprobe. Okay, dann so angenommen. Dann der zweite Vorschlag zur Geschäftsordnung, dass wir die Redezeit begrenzen für die folgenden Wortmeldungen auf im Bereich von 2 Minuten. Seid ihr damit einverstanden? Ich glaube, man kann jede Botschaft auch in 2 Minuten rüberbringen, die man zu dem Thema bringen will. Gegenprobe? Enthaltungen? Okay, dann mit großer Mehrheit auch so angenommen. Dann kommt als Nächster Alexander Heimisch und danach Daniela Ludwig. Alexander Heimisch, Kreisverband Eichstätt. Meine Grundüberzeugung und das christliche Menschenbild sagen mir, dass Frauen und Männer die gleichen Fähigkeiten haben und deshalb auch gleichberechtigt in unserer Partei mitwirken dürfen. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt mir aber, dass es nicht sein kann, dass bei 8 Positionen in einem engen Kreisvorstand genau 4 Frauen und genau 4 Männer die richtigen für diesen Kreisverband sind. Bei uns in Eichstätt haben wir eine Aufteilung bei 8 Positionen 5 Männer und 3 Frauen. Wer kann denn da sagen, dass das nicht gleichberechtigt ist? Vor allem dann, wenn man weiß, dass bei den 3 Frauen die Kreisvorsitzende beispielsweise dabei ist und damit das Gesicht nach außen viel weiblicher ist, als wenn ich einen Mann vorne hätte und 7 Frauen. Eine Quote sagt auch nichts darüber aus, wie wir uns nach außen präsentieren. Entscheidend ist, wer präsentiert es. Und ich glaube, dass wir in allen Verbänden eine vernünftige Aufteilung auch ohne Quote hinbekommen. Darüber hinaus muss man wissen, dass wir uns jetzt überlegen müssten, wer von den 5 Männern muss gehen. Ist es der Schatzmeister, der seit vielen Jahren beste Arbeit leistet und blöderweise vielleicht genau aus einem Verband kommt, wo die Quote jetzt irgendwie noch zusätzlich zu erfüllen wäre? Das ist nicht nur ungerecht, das wäre unklug, weil wir gute Qualifikationen rauswerfen und uns ungünstig aufstellen, nur um mathematisch eine Gleichberechtigung auf dem Papier zu erzielen. Und noch eine Anmerkung zu dem Thema, wir überprüfen das in 5 Jahren. Da bin ich ja gespannt, wie das ausschaut. Da werden die einen sagen, wunderbar, die Quote hat viel bewirkt, die müssen wir behalten. Und wenn wir in 5 Jahren feststellen, naja, die Quote hat noch nichts bewirkt, dann wird man sagen, ja, die Quote müssen wir fortführen.
Das ist Augenwischerei. Wenn wir der Meinung sind, die Quote war bisher gut, dann müssten wir sie in den oberen beiden Ebenen jetzt streichen. Wenn wir der Meinung waren, die Quote war bisher nicht gut, dann können wir es meinetwegen oben noch behalten, aber bitte nicht nur ausdehnen, entweder oder, aber nicht das ausweiten, ohne dass man da jetzt den Kreisverbänden was Gutes tut. Das ist meine Meinung dazu und deshalb bitte den Paragraphen 8 komplett streichen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Daniela Ludwig. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist jetzt schon viel gesagt worden. Ich durfte in dieser Reformkommission sein und ich bin jetzt schon lange in dieser Partei und es ist meine Partei, es ist unsere Partei. Und liebe Freunde, wir wollen doch, dass diese CSU, die mittlerweile die einzige Volkspartei in Deutschland und in Europa ist, auch in 10 Jahren das noch von sich behaupten kann, dass sie das ist. Und wir müssen dafür gemischte Teams sein. Wir brauchen unsere starken Männer. Wir brauchen aber auch mehr starke Junge und wir brauchen mehr starke Frauen, um diesem Ziel gerecht zu werden. Und da muss man nicht irgendeinen diskriminieren und den anderen vorziehen. Nein, wir wollen das doch bitte gemeinsam machen für diese Partei, für die wir seit Jahren und Jahrzehnten arbeiten. Wir haben gemeinsam einen Leitantrag erarbeitet. Wir haben gemeinsam JOTU und Frauenunion miteinander gerungen um die besten Ziele. Und wir unterstützen uns jetzt gemeinsam. Lieber Christian Dohleschall, danke für deine Wortmeldung. Wir kämpfen mit euch für den Stellvertreter. Ihr kämpft mit uns auch für die 40%-Quote in den Kreisverbänden. Und ich kenne viele Kreisverbände, die diese Quote gerne und jetzt schon freiwillig erfüllen, weil sie gut funktioniert und weil sie wissen, dass gemischte Teams einfach auch für unsere CSU gut sind. Und wir brauchen die Frauen in der Kommunalpolitik genauso wie die Männer und wir brauchen die jungen Familienväter genauso wie die jungen Familienmütter. Lasst sie uns gemeinsam ansprechen. Lasst uns die Basis verbreitern für beide Geschlechter. Das muss doch unsere CSU sein auf die nächsten 10 Jahre. Wir wollen stark bleiben und noch stärker werden und nachhaltig das schaffen. Und deswegen bitte ich heute um die Zustimmung für diesen wirklich hervorragenden Leitantrag. Dankeschön. Vielen Dank, Dani Ludwig, Hanna Lohse oder Lotze. Als Nächste danach Dr. Ute Salzner. Ja, geht das aber soweit? Passt. Hanna Lotze, Kreisverband Berchtesgadenerland. Als erstens eine Verständnisfrage zum Paragraph 8, Absatz 2, Satz 2, wo es um diese engeren Bezirksvorstände und diese 50-50-Aufteilung geht. Heißt es mindestens 50% Frauen oder heißt es wirklich genauso viele Frauen wie Männer? Sprich, muss zum Beispiel der aktuelle enge Vorstand des CSU Oberbayern mehr Männer aufnehmen, damit er passt? Oder ist er so in Ordnung mit 6 Frauen und 3 Männer? Ersten Punkt. Zweitens, warum mache ich... Genau. Da bitte ich um Aufklärung. Warum auch ich grundsätzlich dafür plädiere, diese Änderungen von Paragraph 8, die da vorgesehen sind, vollkommen zu streichen, sind 3 Punkte. Erster Punkt, wir kriegen nicht mehr Frauen in die CSU, weil auf einmal mehr Frauen in den Kreisvorständen sind, sondern das Problem liegt ganz woanders. Die Frauen, die uns gut finden, die uns auch wählen, die unser Stammklientel sind, sind einfach nicht der Typ Frau, der eine Partei geht. Unsere Frauen sind im vorpolitischen Raum aktiv, im Pfarrgemeinderat, beim Elternbeirat, beim Roten Kreuz, im Hospizverein. Da sind unsere Frauen. Und vielleicht sollte man sich überlegen, warum gehen die nicht in die CSU? Aber die gehen sicher nicht deswegen nicht in die CSU, weil wir so wenig Frauen haben. Das halte ich für absoluten Blödsinn und ein Scheinargument. Erster Punkt. Was ist denn los bei? Zweiter Punkt. Der Punkt, warum auch Frauen weniger für Ämter in der CSU kandidieren, halte ich dafür, dass Frauen eher zögern. Ich meine, jede Frau, die in dem Raum sitzt, glaube ich, kennt es von sich. Wenn jemand ein Amt angeboten kriegt, dann sagt man, schaffe ich das mit meinem Beruf, mit meinen Kindern, mit meiner Familie? Überspitzt formuliert. Die Frau überlegt erst, ob sie es kann und sagt dann ja. Der Mann sagt erst ja und überlegt dann, ob er es kann. Vielen Dank für die Wortmeldung. Dritter Punkt. Nein, dritter Punkt. Kein Ort
Ortsvorsitzender und kein Kreisvorsitzender kann es sich leisten, eine Frau, die was will, die was kann oder auf dem Kasten hat, voranstehen zu lassen. Dieses Narrativ vom bösen Mann, der keine Frau hochkommen lassen will in die Vorstände, das stimmt einfach nicht, das ist ein absoluter Blödsinn. Jede Frau, die was kann, wird was in dieser Partei. Das ist doch Schwachsinn, was hier erzählt wird. Also vielen Dank, dass ein Mann erst kandidiert und dann nachdenkt. Das Problem werden wir auch mit dieser Satzungsänderung nicht beheben können. Als nächstes Dr. Ute Salzner. Ute Salzner, Bezirksrätin aus Mittelfranken, stellvertretende Bezirksvorsitzende der Frauenunion und langjährige Ortsvorsitzende. Ich habe drei konkrete Fragen bzw. Änderungsanträge. Es heißt, Mitglied der Frauenunion kann nur werden, wer zugleich die Mitgliedschaft in der CSU beantragt. Ich bin dafür, dass wir sagen, neue Mitglieder der Frauenunion erhalten automatisch eine zweijährige Probemitgliedschaft, weil es kann nicht sein, dass die Frauen als einzige Gruppierung automatisch CSU und F-Mitglied werden müssen. Zweitens heißt es, dass für die dann schon in der Doppelmitgliedschaft haben, der FU-Beitrag, der FU-beitragsfrei ist und es gibt einen finanziellen Ausgleich durch die CSU analog dem FU-Finanzstatus. Das bedeutet aber einen Nachteil für die Frauenunion Ortsverbände und Kreisverbände, weil für Doppelmitgliedschaften zahle ich bis jetzt 6,10 Euro und für nur FU-Mitglieder 18,40 Euro. Diese 12 Euro pro Person würden dann den Ortsverbänden, Kreisverbänden fehlen. Da muss also noch eine andere Regelung geschaffen werden. Und drittens bin ich dafür, dass der Satz zumindest also in dem Leitantrag steht, dass Bestandsmitglieder ein Willkommenspaket bekommen, der FU mit einer kostenlosen Probemitgliedschaft, der sie widersprechen können, dass man das positiv verändert und sagt, Bestandsmitglieder erhalten das Angebot einer kostenlosen CSU-Probemitgliedschaft, weil machen wir uns nichts vor. In den Ortsverbänden gibt es viele Frauen mit 70, 80, 90 Jahren, die mit einer aktiven Widerspruchserklärung vollkommen überfordert sind. Das sind aber diese Frauen, die jahrzehntelang für die Frauenunion und für die CSU gearbeitet haben, die sich bewusst nicht für eine Mitgliedschaft in der CSU entschieden haben und die würden dann alle austreten. Ein letzter Satz, wenn wir das nicht ändern, dann wird ein großer Teil des Frauenschatzes nicht gehoben, sondern versenkt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Wortmeldung. Ich will schnell versuchen zu beantworten. Noch zur vorhergehenden, das Thema Parität ist so zu verstehen, nicht, dass es mindestens 50% Frauen sind, sondern das heißt dann ausgewogen Frauen und Männer und der Unterschied bei ungeraden Vorständen dann maximal 1 betragen darf und bei Vorständen mit gerader Zahl natürlich dann Parität heißt entsprechend gleich viele. Dann zur Wortmeldung gerade Probemitgliedschaft ist ja das, was Ulrike Schaaf vorhin schon formuliert hat. Wir werden das ergänzen, dass entweder CSU-Mitgliedschaft ordentliches Mitglied beantragt wird oder die Probemitgliedschaft. Das werden wir nachher noch abstimmen. Wir brauchen eine Regelung für die Beitragsverteilung, das ist richtig. Frauen, die ordentliches Mitglied der CSU sind, sollen nicht mehr zahlen als Männer, logischerweise. Davon sollen umgekehrt aber auch dann die Ortsverbände der Frauenunion keinen Schaden nehmen. Das ist etwas, wo wir mit der Frauenunion vereinbart haben, dass wir im Nachgang dann entsprechend hier über eine Verteilung der Beiträge reden. Genau, das waren soweit die Punkte. Dann als nächstes Albert Füracker und danach Simon Schindelmeier. Ja, Herr Parteivorsitzender, Damen und Herren. Die Frage ist, welches Signal senden wir heute von diesem Parteitag aus? Es hat sich jetzt die Zukunftskommission unserer Partei, wo nicht nur hauptamtliche Politiker dabei waren, sondern die ganze Breite unserer Partei abgebildet war, lange Monate damit beschäftigt. Viele Veranstaltungen vor Ort, in den Kreisverbänden, in den Bezirksverbänden. Alle Bezirksverbände und Vorstände haben sich damit beschäftigt. Und wer immer wollte, konnte das tun. Und jetzt lautet die einfache Frage, ist das, was man in den letzten Jahren eingeführt hatte, schon zur völligen Zufriedenheit umgesetzt worden? Oder müssen wir uns weiter Gedanken machen, wie man innerhalb der christlich-sozialen Union mit dieser Fragestellung umgeht,
Wie können wir mehr Frauen zum Beispiel begeistern, bei der CSU Mitglied zu werden und mitzumachen? Und ich habe Verständnis dafür, wenn man heute sagt, ich finde diesen Weg nicht optimal, den die Zukunftskommission vorschlägt. Ich erwarte aber dann auch, dass man hier vorschlägt, was man dann tut. Sich hierher zu stellen und zu sagen, der Leitantrag, das, was erarbeitet wurde, bringt doch nichts, ist alles nicht so gut, und 1000 Argumente dagegen zu suchen, das ist relativ einfach. Aber in konstruktiver Weise zu sagen, was machen wir dann, da habe ich noch relativ wenig gehört. Und deswegen kann ich nur eines sagen. Man muss ja jetzt da nicht euphorisch sein, wenn man nicht möchte. Aber als Signal vom Parteitag auszusenden, wir haben 2 Stunden diskutiert, wie es die CSU schafft, im Bereich der Frauen noch mehr Förderung zu machen, und haben dann hinterher als Ergebnis, wir machen so weiter wie bisher, weil wir damit nicht zufrieden waren. Meine Damen und Herren, wo bleibt da diese kollektive Intelligenz des CSU-Parteitages? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die großen Probleme nicht, wenn wir diesen Leitantrag umsetzen. Ganz im Gegenteil, wir senden ein positives Signal an die Menschen im Land. Die Christlich-Soziale Union möchte, dass viele Frauen mitarbeiten. Und deswegen möchte ich Sie alle eindringlich bitten, diesen Leitantrag heute zuzustimmen, der nicht einfach, ich sage das nochmal, aus dem Ärmel geschüttet wurde, sondern über Monate erarbeitet wurde, von vielen Gremien bejaht wurde. Und ich denke, das ist in unserer Gesamtverantwortung, heute dem auch zuzustimmen. Darum bitte ich Sie ganz herzlich. Lieber Albert Völker, vielen Dank. Simon Schindelmeier ist der Nächste, danach Gerhard Waschler. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, die zentrale Frage ist doch die: Wollen wir in den Vorständen, in den Repräsentanzen unserer Partei die Mitgliederbasis der Partei abbilden oder wollen wir die Verhältnisse in der Gesellschaft abbilden? Ich glaube, um die Frage dreht es sich letztlich. Und ob wir diese Frage klären können mit dem Kompromiss, da ringe ich selbst schon die ganze Zeit mit mir, das muss jeder Delegierte für sich entscheiden, ob er glaubt, die Abbildung der Parteibasis ist wichtiger oder die Abbildung der Gesellschaft ist wichtiger in den Vorstandsämtern. Ich habe 2 technische Anmerkungen noch zu machen. Zum einen zum § 8 Absatz 2 Satz 1. Ich habe die Ausnahmeregelung für die FU gesucht, die vorsieht, dass in den FU-Vorständen nicht 50% Männer enthalten sein müssen. Ich habe sie nicht gefunden. Vielleicht sollte man das einfach der Logik halber noch irgendwo unterbringen. Oder ich habe sie übersehen, dann lasse ich mich gern darauf hinweisen. Zum zweiten Satz kann ich mich Hanna Lotze anschließen. Auch da haben wir eine Formulierung, die nur eine Mindestzahl von Frauen vorsieht, aber nicht das Gleiche an Männern. Das sollte man an der Stelle, glaube ich, auch noch gleichziehen. Danke sehr. Ja, vielen Dank. Thomas Silberhorn, gleich kurze Anmerkung dazu. Ja, zur Parität zwischen Männern und Frauen. Das ist uns schon auch aufgefallen, dass das in der Frauenunion nicht realisierbar ist, weil Männer dort nicht Mitglied werden können. Insofern hat diese Vorschrift bei der Frauenunion keinen Anwendungsbereich. Das muss unseres Erachtens nicht gesondert festgesetzt werden. So, jetzt habe ich einen Geschäftsordnungsantrag vorliegen von Holm Putzke. Ich weiß allerdings nicht, welchen Gegenstand er hat. Geschäftsordnungsanträge sind allerdings gleich aufzurufen. Deswegen, Holm Putzke, bitte. Genau. Mein Geschäftsordnungsantrag lautet, dass ich zu diesem einzelnen Punkt eine schriftliche und geheime Abstimmung beantrage. Danke. Ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem einzelnen Punkt das Verfahren für die Beantragung einer geheimen Abstimmung ist in der Satzung klar geregelt. Es ist notwendig, 1/5 der stimmberechtigten Delegierten, die diesem Votum folgen müssen. Ich glaube, politisch ist diese Frage doch eine, zu der jeder auch stehen kann, wo man nicht etwas geheim abstimmen muss, sondern hier einfach zeigen darf dem Parteitag, wie man es hält mit dem Thema Frauen. Deswegen würde ich da ganz klar dagegen votieren. Wir können es auch gleich abstimmen. Wir bräuchten 1/5, die eine geheime Abstimmung wünschen. Ich möchte es konkretisieren.
Es ist ein gutes Recht, eine andere Meinung zu haben. Der Antrag, den halte ich aufrecht. Und es geht konkret um den Paragraphen 8, die Ergänzung des Paragraph 8, was die Frauenquoten betrifft, engere Kreisvorstandschaft und die 40% bei den Beisitzern. Dies in geheimer und anonymer Wahl. Das ist im Übrigen nicht einfach so, dass man sagen kann auf einem Parteitag, jeder kann dazu stehen. Wir wissen alle, dass dies die Mehrheiten verändern wird. Und deswegen bleibe ich bei diesem Antrag. Ja, liebe Freunde, ich würde vorschlagen, diesen Geschäftsordnungsantrag jetzt gleich abstimmen zu lassen. Ich halte auch persönlich die Gegenrede. Ich glaube, dieses Thema ist so wichtig. Und ich habe es vorhin gesagt, das ist keine Organisationsfrage, die man irgendwie entscheiden kann, sondern es ist eine Existenzfrage, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und wenn es um eine Existenzfrage geht, liebe Freunde, dann finde ich, sollte auch jeder zeigen, wie er es mit dieser Frage hält. Und deswegen ist mein Votum ganz klar, dass wir hier offen abstimmen, liebe Freunde, wie wir es mit dem Thema Frauen halten. Also, der Geschäftsordnungsantrag auf geheime Abstimmung der bezeichneten Punkte ist gestellt. Wer möchte diesem Antrag auf geheime Abstimmung folgen? Jetzt machen wir mal nur zum, weil es für die Frage nicht so erheblich ist, Gegenprobe. Wer ist dagegen? Also es ist in jedem Fall ein Fünftel. Ich glaube, das ist erkennbar. Dann gut, wir führen aber selbstverständlich jetzt erstmal die Debatte zu Ende. Nächster in der Rednerliste ist Gerhard Waschler. Verehrte Parteifreunde, ich gestehe, ich bin kein Freund von irgendwelchen Quoten. Gehöre dem Parteitag seit über 20 Jahren an und genieße es auch, wenn man zu verschiedenen Punkten höchst unterschiedliche Meinungen hat. Und ich schätze, alles, was an Wortmeldungen hier vorgetragen wurde, kann das absolut nachvollziehen, was an Kritik geäußert wird. Und ich gestehe auch, dass ich gestern Abend sehr intensiv mich bei verschiedenen informiert habe, wie Sie die Sachlage sehen. Und dabei war ein Punkt immer wieder wie ein roter Faden. Und das sage ich auch aus der Verantwortung, die ich selber auf kommunaler Ebene habe und auch im landespolitischen, dass man immer trefflich streiten konnte in unserer CSU und dass es gut war, auf neue und gute Ideen zu hören. Und wenn wir heute unter der Überschrift Aufbruch in eine neue Zeit die CSU als Volkspartei des 21. Jahrhunderts hineingehen und ich wohlgemerkt als kein Freund von Quoten, aber einen Vorschlag höre, der auf verschiedenen Ebenen ausgestritten wurde, wo ein Vorschlag kommt, wo man sagt, man probiert das jetzt mal aus und der Parteitag, der souverän ist, und der Souverän darüber abstimmen kann, ob wir in eine Richtung gehen, die mir vielleicht innerlich nicht so wirklich passt, dann sage ich, warum denn nicht? Dann probieren wir es aus. Wir haben in Teilbereichen schon Erfahrungen. Da steht für mich nichts dagegen, dass man denen die Chance öffnet, die sagen, wir sollen diesen Weg gehen, den die Frauenunion vorstellt, den die junge Union mitträgt. Und warum soll man es nicht ausprobieren? Und das ist etwas, was in der Stärke der CSU schon immer war, dass man Wege beschreitet, die einem vielleicht vom Inneren her nicht so passen, aber wo man sagt, wir schauen uns das gemeinsam an. Und wie gesagt, wir sind der Souverän. Danke. Vielen Dank. Nächster ist Ilse Aigner und danach Alexander Tifunovic. Ja, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich glaube, dass wir heute mit dem Kompromissvorschlag eine sehr gute Lösung auf dem Tisch liegen haben. Ich kann nachvollziehen, wie gerade insbesondere viele jüngere Frauen sagen, sie brauchen das vielleicht nicht. Und ich glaube, aus eigener Erfahrung sagen zu können, ich habe es vielleicht persönlich auch nicht gebraucht, aber ich glaube, dass die Partei dringend dieses Zeichen heute braucht. Ich stelle mir nur vor, liebe Freunde, was morgen
kommuniziert wird, wenn sogar der weitergehende Antrag kommt, alles wieder zurückzudrehen, das, was wir vor 10 Jahren massiv diskutiert haben und wo für meine Begriffe schon sich einiges bewegt hat. Als die Bezirksvorsitzende von dem Verband, der vorher angesprochen ist, der in dem engsten Kreis 80% Frauen hat, im engeren Vorstand 2/3 hat, braucht der Bezirksverband Oberbayern vielleicht auch nicht. Aber ich behaupte, dass in den letzten 10 Jahren sich in der Tat in den Vorständen auf der Bezirks- und auch auf der Landesebene einiges geändert hat und das auch sichtbar geworden ist. Natürlich bräuchten wir noch mehr, auch was die Repräsentanz nach außen betrifft, von den Landtagsabgeordneten über die Bundestagsabgeordneten bis zu vielen Bürgermeisterinnen und Landrätinnen, die ich mir wünschen würde. Aber wir müssen auch mal erst bei uns selbst anfangen, liebe Freunde. Und über was reden wir jetzt? Wir reden nicht über ein Reißverschlussverfahren, das ich verstehe, dass das nicht einfach zu bewerkstelligen ist. Wir reden nicht über eine Ausweitung einer Quote auf die Ortsverbände, sondern wir reden lediglich darum, dass wir künftig nicht nur in Bezirks- und in Landesverbänden, sondern auch in den Kreisverbänden 40% Mitglieder an Frauen haben. Und mit Verlaub, wenn alle so sind, wie jetzt vorher ein Kreisvorsitzender gesagt hat, dass er sich bemüht und es auch schafft, dann ist es ja auch kein Problem, dieses zu erreichen. Dann lasst uns doch bitte diesen Schritt noch weitergehen, auch in der Kommunikation. Ich halte ein Signal von dem heutigen Parteitag, dass wir was zurückdrehen, für nicht akzeptabel. Und liebe Freunde und insbesondere die Damen, es braucht sich keine zurückgesetzt fühlen als eine Quotenfrau. Wir haben auch innerhalb der Partei immer wieder unterschiedliche Quoten, die vielleicht nicht in irgendeiner Satzung stehen. Aber ich habe noch nie gehört, dass sich einer zurückgesetzt gefühlt hat, weil er aus regionalen Gründen irgendwo eine Position begleitet. Habe ich noch nie gehört. Weder bei einer Kreistagsliste, noch bei einer Gemeinderatsliste, noch bei einem Kreisvorstand. Das hat es immer schon gegeben. Und deshalb, liebe Freunde, es ist wirklich ein hervorragender Kompromiss. Wir haben zu Recht, und das sage ich ausdrücklich, auch etwas gemacht für die junge Generation, dass wir einen Stellvertreter künftig auch haben unter 35, weil wir da auch ein Defizit haben. Und deshalb kann ich mich dem nur anschließen, was Markus Blume gesagt hat. Es geht nicht gegeneinander. Es geht nicht jung oder alt, es geht nicht männlich oder weiblich, sondern wir brauchen alle. Und wir brauchen etwas mehr Sichtbarkeit auch in diesem Bereich. Und deshalb ist diese Quote, dieser Kompromiss, der gemeinsam geführt wurde, ein guter Vorschlag, den wir auch meines Erachtens gemeinsam gut mittragen können. Darum bitte ich ganz herzlich. Vielen Dank, Ilse Aigner. Der nächste Redner ist Alexander Trimomovic. Ich hätte eine kleine technische Sache zur Probemitgliedschaft. Also ich finde es super, dass es die Probemitgliedschaft in eine automatische CSU-Mitgliedschaft endet. Und der JU soll dann eine automatische, ermäßigte Mitgliedschaft in der CSU folgen. Dementsprechend interpretiere ich, dass die Junge Union, die Doppelmitgliedschaft Junge Union CSU hat, einen halben Mitgliedsbeitrag zahlen soll. Ich finde allerdings diesen Umstand nirgendwo in der Beitragsordnung. In § 7 steht immer noch, dass auf Antrag die Hälfte des Mitgliedsbeitrags erhoben wird und das passt nicht. Darum beantrage ich, das zu ändern in grundsätzlich die Hälfte des Mitgliedsbeitrags für die Junge Union. Danke. Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich auch so angedacht und Ergebnis der Reformkommission, dass wir hier nicht mehr den Passus haben werden, dann auf Dauer auf Antrag, sondern dass das ein Automatismus ist. So, nächster Redner Max Straubinger. Ja, hohes Präsidium, Herr Parteivorsitzender, werte Delegiertinnen und Delegierte. Vor 10 Jahren haben wir diese gleiche Diskussion geführt in puncto Einführung einer Frauenquote. Und der Generalsekretär hat da dargelegt, dass das nicht so erfolgreich war, letztendlich in der Außendarstellung der CSU. Und wir deshalb aufgrund dessen, dass diese Quote nicht erfolgreich war,
wir jetzt 3 Quoten einzuführen haben. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie an einer Quote liegt, wenn wir vielleicht nach außen nicht weiblicher dargestellt werden. Denn zum Schluss werden wir weiblicher dargestellt, wenn auch Frauen in mehr Mandate kommen. Und da bin ich ausdrücklich dafür und das unterstütze ich auch. Und als Kreisvorsitzender, und ich bin doch einer der länger dienendsten Kreisvorsitzenden mit 26 Jahren Kreisvorsitzendentätigkeit, möchte ich auch darlegen, dass wir in unserem Stimmkreis, wo ich mit dem Kollegen aus Landshut Verantwortung trage, dass wir jüngst beim Landtagswahl und Bezirkstagswahl beide Direktkandidaten für an Frauen gegeben haben. Und dass hier letztendlich es um eine Haltung in der CSU geht. Uns helfen keine Quoten, sondern es muss in den entsprechenden Gremien auch das entsprechende Verständnis da sein. Und es kann dann nicht so sein, dass es einzelne Bezirksverbände gibt, dort werden Frauen gefördert, und dann gibt es andere Bezirksverbände, dort werden die Frauen nicht gefördert, wenn ich in manche Stadtverbände hineinschaue, wie es letztendlich um die Besetzung von Direktkandidaturen beim Bund zum Bundestag und zu den Stimmkreisen gegangen ist. Deshalb plädiere ich einfach und halte nichts von Quoten, sondern es muss eine Haltungsänderung kommen bei uns in den Parteien und hier dementsprechend auch dies zum Ausdruck gebracht werden. Und deshalb wende ich mich, ich sage es ganz offen, uns werden ja in dem Leitantrag 3 Quoten vorgestellt, nämlich die Erweiterung der Frauenquote auf die Kreisverbände und eine neue und 2 neue Quoten. Einmal, dass in den engeren Kreisvorstand eine Parität geschaffen werden muss und gleichzeitig, dass es einen zusätzlichen jungen Vertreter geben muss. Noch dazu mit der schönen Abstufung, dass sie das hohe Parteigremium einen 40-Jährigen als Jungen bezeichnet und die Untergliederungen im Bezirksverband und in den Kreisverbänden dann nur noch einen 35-Jährigen haben sollen. Also das versteht wer mag, ich verstehe es nicht, sage ich ganz offen. Und ich mag auch nicht ständig mit dem Rechenschieber als Kreisvorsitzender bei einer Vorbereitung einer Kreisvertreterversammlung dann letztendlich ausrechnen müssen, wie wir die Quoten erfüllen, die wir uns auferlegen. Ich bin es leid zu rechnen in diesen Fragen. Ich will Politik machen. Ich will Politik für die Bürger machen. Und das ist das Entscheidende. Und nicht hier dazustehen und eine Quotenerfüllung zu erbringen. Und deshalb stelle ich den Antrag, diese Quoten auf Kreisverbandsebene nicht einzuführen. Wohlgemerkt nicht auf Kreisverbandsebene, beim Bezirksverband und beim Landesverband, da können Sie bleiben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist Florian Herrmann. Herr Parteivorsitzender, liebe Freunde, ich bin auch Kreisvorsitzender und ich war von Anfang an für die Regelungen, über die wir vor 10 Jahren schon diskutiert haben. Und ich halte sie für richtig und ich bin fest davon überzeugt, dass sie sich auch bewährt haben. Die Diskussion ähnelt der vor 10 Jahren und es dreht sich einfach seit 10 Jahren im Kreis. Die einen, die die Regelung ablehnen, die sagen, das kommt alles von selber. Das wird sich alles von selber irgendwie richten. Und irgendwann werden wir vielleicht auch in der CSU mal annähernd so viele Frauen als Mitglieder haben, wie das in der Bevölkerung ist, 50%. Und irgendwann werden die dann auch in den Mandaten sein und irgendwann werden die dann in den Vorständen sein. Und es wird sich alles von selber richten und bis dahin müssen wir einfach nur Politik machen. Liebe Freunde, die Wahrheit ist, bis das mal erfolgt ist, wird sich für uns keiner mehr interessieren, weil wir uns dann abgekoppelt haben von der Entwicklung in der Bevölkerung, meine Damen und Herren. Und deshalb möchte ich, so wie vor 10 Jahren auch heute, wirklich sehr stark dafür plädieren.
dass wir hier nichts völlig Unerreichbares, was völlig Mondmäßiges anstreben, sondern dass wir einfach nur versuchen, eine vernünftige Antwort zu geben und das, was sich auf den Bezirksverbänden bewährt hat, jetzt auch in die Kreisverbände zu übertragen. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder mich bemüht drum, wo es noch nicht in der Satzung stand, dass wir die 40% erreichen. Und es ist auch gelungen. Aber ich halte es einfach für notwendig, einen gewissen Druck über die Satzung zu bringen, dass sich jeder nicht nur sagt, wir lassen es dem Zufall entscheiden, sondern wir engagieren uns, wir kümmern uns wirklich darum. Denn es wird sich nicht von selber erledigen. Es werden nicht von selber auf einmal massenhaft Frauen beitreten. Wenn die CSU das Signal aussendet, eigentlich ist uns das völlig egal, ob ihr beitretet oder nicht. Und deshalb bitte ich darum, diesen Antrag, diesen Kompromissantrag, den der Parteivorstand beschlossen hat, der über viele, viele Wochen und Monate ausgehandelt wurde und übrigens auch mit der Basis diskutiert wurde. Das ist nicht nur ein Antrag der Funktionäre. Das ist ein Antrag auch mit der Basis diskutiert worden vom Generalsekretär, vom Parteivorsitzenden. Diesem zuzustimmen. Es geht hier wirklich darum, ob wir mehrheitsfähig sind in der Zukunft. Und ich bitte darum, diesen Weg mitzugehen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist Wiebke Hönicke. Ja, hallo, ich bin Wiebke Hönicke. Ich spreche heute nicht als stellvertretender Bezirksvorsitzender JU Oberbayern, sondern als eine Frau, die sich seit 8 Jahren in einem männerdominierten Beruf durchsetzt. Ich bin Offizier bei der Bundeswehr. Und ich meine deswegen, aus einem besonderen Erfahrungsschatz auch schöpfen zu können. Und deswegen möchte ich gerne zu diesem Thema etwas sagen. Ich möchte gar nicht die ganzen Pro und Kontras nochmal alle erläutern. Ich glaube, die wurden hinreichend schon diskutiert und genannt. Allerdings möchte ich schon eine Sache noch vorausschicken, woran bitte alle denken sollten, wenn sie gleich abstimmen. Und zwar, wenn wir jetzt eine Quote weiter ausweiten, ich habe es eben schon gesagt, ich bin Stellvertreterin, ich bin die einzige Frau bei uns in den Stellvertreterriege und ich frage mich jetzt tatsächlich, einfach wegen dieser Debatte, bin ich eine Quotenfrau oder bin ich das geworden, weil ich Leistung gezeigt habe, weil ich mich engagiert habe, weil ich an... Deswegen möchte ich hier den Appell auf jeden Fall noch mal ganz deutlich formulieren. Wenn Sie gleich abstimmen, bitte machen Sie mich nicht zu einer Quotenfrau. Und es wurde jetzt schon mehrfach nach einer konstruktiven Gegenmaßnahme gefragt. Ich habe Sie bei der JU-Landesversammlung schon mal angepriesen. Und zwar, wir wollen eine moderne digitale Partei sein. Dann müssen wir auch mehr weibliche Kampagnen fahren. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Gestern war ja schon so eine kleine, in Anführungszeichen, Influencer-Speed-Dating-Atmosphäre oben in der Social-Media-Lounge. Sowas müssen wir einfach ausweiten. Wir müssen die Frauen, die wir haben, mehr in den Fokus richten. Eine Quote wird das nicht schaffen. Die Probleme, die wir haben, werden nicht gelöst. Das wurde auch schon vor 10 Jahren nicht. Jetzt hatten wir eine Quote eingeführt. Nach 10 Jahren hat sie anscheinend nicht den Effekt gebracht. Jetzt wollen wir sie noch weiter ausführen. Verstehe ich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächsten Wortmeldungen sind Florian Hahn, dann Barbara Stamm und Andreas Scheuer. Ich darf an dieser Stelle schon darauf hinweisen, dass für heute neue Wahlunterlagen und Abstimmungsunterlagen ausgegeben worden sind. Wir benutzen heute diesen Stimmblock im Postkartenformat. Wer den heute noch nicht abgeholt hat, möge das bitte zwischenzeitlich tun. Vielen Dank. Florian Hahn hat das Wort. Ja, liebe Freunde, liebe Delegierte, ich glaube, wir stehen heute vor einer sehr wichtigen Entscheidung, nämlich vor der Entscheidung, ob wir als Partei so weitermachen wollen wie bisher und ob wir jedes Mal wieder kämpfen, unsere Stammwähler an die Wahlurnen zu bringen, sehend,
dass diejenigen, die unsere Stammwähler sind, leider nicht mehr werden, sondern dass diejenigen mehr werden, die bisher noch nicht den Weg zu uns gefunden haben. Denn es ist eins die Wahrheit, wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, dann können wir feststellen, je weiblicher und je jünger, umso weniger CSU. Und deswegen geht es heute darum, tatsächlich ein Zeichen zu setzen, zu sagen, das haben wir verstanden. Und wir wollen die Partei ein Stück weit so verändern, dass wir dieses Wählerklientel für die Zukunft noch besser erschließen, als wir das bisher gemacht haben. Ich bin selber Kreisvorsitzender vom Landkreis, vom Kreisverband Münchenland. Wir haben vor kurzem eine Liste, eine Kreistagsliste erstellt, die volle Parität darstellt, die in 70 Plätzen den Reißverschluss gemacht hat. Wir haben das entwickelt über viele Jahre. Mein Vorgänger Ernst Weidenbusch hat vor 12 Jahren zum ersten Mal durchgesetzt in unserem Kreisverband, dass wir auf unserer Kreistagsliste 50% Frauen haben. Das war am Anfang gar nicht so leicht. Wir haben beim letzten Mal, bei der letzten Wahl 2014, ist uns das schon viel einfacher gelungen, weil wir einfach wussten, wir müssen stärker daran arbeiten, junge Frauen, Frauen insgesamt für unsere Partei zu gewinnen. Und so ist es uns auch gelungen, zum Beispiel so eine tolle Delegierte, wie sie vorhin gehört hat, die Wiebke Hönicke, die Offizierin. Wir haben sie gefunden, wir haben sie unterstützt auf ihrem Weg in die CSU. Und ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit zwingen dazu, dass wir stärker auf die Frauen zugehen und sie tatsächlich für uns gewinnen. Und dafür ist die Quote da. Und wir haben damit Erfolg. Mein Kreisverband zeigt das. Das zeigt die CSU Oberbayern, die tolle Frauen entwickelt hat, junge Frauen entwickelt hat. Und deswegen, liebe Freunde, wenn wir wirklich auf junge Wähler, auf weibliche Wähler zugehen wollen, dann bitte stimmt mit uns diesen Leitantrag gesamthaft positiv ab. Vielen herzlichen Dank.